Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Gear City auf dem Kanal von Blankenburg. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir haben in der letzten Folge einiges geschafft und können, denke ich, direkt in die nächste Runde starten. Wir zeichnen diese Folge im Übrigen wie so oft live auf. Wenn ihr auch an den Aufzeichnungen teilnehmen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal auf YouTube oder folgt mir auf Twitch. So, wir sehen einen positiven Cashflow, das freut uns. Und wir sehen hier aber schon wieder beim Gepard 2 dieses Mal Produktionsdefizite in Europa. Ja, oh, wir haben 310 produziert, 370 verkauft. Oh, da weiß ich nicht, ob wir das so leicht ausgeglichen bekommen. Wir gucken mal. Es geht um den Gepard 2. Na? Ja, wir können das hier schon ausreizen. Auf 403 würde ich hier mal gehen. Und dabei fällt mir im Übrigen auf, jetzt da wir wieder ein bisschen Bargeld in der Kasse haben, wäre es womöglich an der Zeit, einmal unsere Fabrikationsstandorte zu überholen. Ja, wir würden hier 64.000 investieren. Das geht. Was könnten wir hier tun? Ja, 37. Ich würde die mal systematisch durchklicken. 91. Fabrikationsstandorte erkennen wir übrigens immer an der grünen Farbe. Ja, das sind ja alles Kleinbeträge. Das ist alles noch sehr überschaubar. Da müssen wir momentan nichts tun. Das wird noch gebaut. Das waren die Standorte in Europa. Wir haben hier noch Fabriken. Ja, drei Stück sind das hier. Das ist auch überschaubar. So, die Sanierung ist abgeschlossen. Das bedeutet jetzt für uns vermutlich, wir müssen hier einmal genau das Ganze neu optimieren. Da müssen wir jetzt einmal durchklicken. Das ist ein wenig Klickarbeit, aber dadurch steigt die Qualität unserer Fahrzeuge wieder an. Ah, wir sind jetzt hier. Moment, wir machen das so. Das ist vielleicht einfacher. Somit muss ich jedes Modell nur einmal anklicken. Ja, C-Klasse. Dass da der Balken nach oben ging, habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. So, Fuchs. Segler. Ja, damit ist alles optimiert. Sehr schön. Damit können wir, denke ich, die Runde abschließen.
Und dann müsste, glaube ich, auch ein neues Fahrzeugmodell für uns zur Verfügung stehen. Wir schauen nach. Damit ist die Runde gleich beendet. Ich hoffe, dass wir wieder einen guten, positiven Cashflow hatten. Ja, aha. Ja, gut, aber da sind Steuern angefallen. Verkauf sieht auf jeden Fall hervorragend aus. Da ist überhaupt kein Problem. So. Ja, dann lasst uns doch mal hier reinschauen. Ja, das sind jetzt diese ganzen Produktionsoptimierungssachen. Das haben wir ja eben gemacht. Da wurde lizenziert. Das können wir auch übergehen. Monatsbericht, Aktienbericht und Standorte. Ach, es dauert noch einen Monat, bis unser neuer Phaeton fertig wird. Und 8 Monate bis zum neuen Minivan. Und ein Monat, bis die Fabrik in Rom öffnet. Sehr schön. Ein weiterer Monat zieht ins Land. Wir schreiben immer noch 1922 und haben ja, bisher schon einiges erreichen können. Wieder ein guter, positiver Cashflow. Keine ausgefallenen Lieferungen. Ja, und damit ist es an der Zeit, dass wir unser neues Fahrzeug an den Mann bringen, den Gepard 2 GT. Lasst uns beginnen. Und zwar, indem wir nur eine geeignete Fabrik in Europa finden. Was ist denn hier mit dem See? Ach, den hatte ich ausgemustert, genau. Und hier können wir jetzt eine Linie nehmen mit, ja, ich würde mal, oder wir gehen gleich auf 2 Linien. Ich weiß nicht, wie hoch die Nachfrage sein wird. Ich fange jetzt mal eher hoch an, 245. Wir werden das in der nächsten Runde optimieren. In Nordamerika haben wir, glaube ich, gerade nichts frei, oder? Doch, wir hätten eine Linie frei. Dann gehen wir hier auf 125 Fahrzeuge und wir starten mit dem Verkauf. Hier wird uns ein Preis von 4.059 angeboten. Ich würde auf 4.099 gehen. Und in Europa, ja, wird uns fast der gleiche vorgeschlagen. Wir gehen auch hier auf 4.099 und wir gucken mal, wie sich da der Verkauf auswirken wird und lassen dazu direkt eine Runde verstreichen und haben dann hoffentlich gleich wieder einiges zu optimieren. Ja, die Runde geht schnell vonstatten. Hier wird wieder mehr Geld gefordert. Das können wir problemlos anbieten. Zahlen sehen in Ordnung aus, Cashflow auch. Bargeldbestände wachsen weiterhin kräftig an. Ich würde an der Stelle im Übrigen auch mal überlegen, ob wir hier vielleicht unsere Investitionen in die Lobby etwas erhöhen sollten. Vielleicht hier auf 300.000. Das sollte uns künftige Fabrikneubauten erleichtern. So. Wir hatten auf jeden Fall keine verpassten Verkäufe und wir sehen aber, wir haben eine Überproduktion. Ich würde mir das gerne einmal per Gebiet anschauen. Und ja, wir stellen fest, hier ist es gut austariert in Europa. In Nordamerika offensichtlich wird der Wagen nicht so gut angenommen. Da können wir also die Produktionsmenge reduzieren und eventuell auch an der Preisschraube ein wenig drehen. Lasst uns dazu nach Nordamerika gehen. Zum neuen, ja, wo ist er denn hier? Wir gehen auf, ne, ich würde es mal auf 100 absenken.
So, sehr schön. Und wir senken aber gleichfalls den Preis ein wenig ab. Ich würde hier auf 3.899 gehen. Immer noch eine hervorragende Marge. So. Das passt perfekt. Dann wäre es aber, glaube ich, grundsätzlich an der Zeit, sich einmal die Fahrzeugverkäufe insgesamt noch einmal anzusehen. Und zwar auch wieder nach Gebiet, damit wir hier nicht fürs Lager produzieren. Das hier ist gut austariert. Ja, Ameise. Da wird definitiv mehr verkauft, als wir produzieren. Da sollten wir vielleicht. Ups, das war falsch. Eigentlich wollte ich hier klicken. Also nochmal. Ameise V2 GT. Wie sieht da meine Marge aus? Ja, die ist kaum noch vorhanden. Wir sollten hier den Preis etwas anheben. Ich würde hier auf 6,99 gehen. Dadurch sollte hier die Verkaufsmenge auch wieder absinken. Gebhardt GT. Ja, da könnten wir ebenfalls ein wenig an der Preisschraube drehen. Ja. Hier Segler GT haben wir keine Produktion mehr. Allerdings auch kaum Marge. Ich würde hier auch den Preis wieder etwas anheben. Das Fahrzeug können wir dann, glaube ich, auch nach 11 Jahren auslaufen lassen. Der S-Standard. Ja, würde ich auch noch mal leicht erhöhen, den Preis. Die Ameise 2. Ja, da sollten wir die Produktion etwas herunterfahren. Jetzt habe ich mich verklickt. Wo ist sie denn? Hier, auf drei Linien wird die produziert. Ja, ich denke, das reicht, wenn wir da auf zwei Linien gehen. Und dann hier. Naja, ich würde fast sagen, auch hier im Bereich so 180 produzieren, da ist ja der Lagerbestand noch riesengroß. Hermelin C-Klasse. Hier würde ich ebenfalls auf eine Linie reduzieren und die mit 120 beschicken. Und eventuell auch hier, ja, ein wenig an der Preisschraube drehen. Denn da ist die Marge auch miserabel. 2.699. Wir gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ameise 2, R2 ebenfalls. Wo ist sie denn? Na, da ist zumindest noch eine gute Marge vorhanden. Da würde ich fast auch den Preis noch mal leicht anheben. Das sollten wir allerdings auch in der Produktion ein wenig drehen. Na, wir verkaufen an die 250. Ja,
Ich würde mal das so einstellen, eine Linie noch dazu nehmen. So. Das denke ich ist noch in Ordnung. Hier ebenso. Ja, die neueren Modelle hier unten, die sind eher unproblematisch. Die C-Klasse 55 noch. Das ist nochmal ein Kandidat, den wir uns ansehen sollten. Da können wir allerdings über den Preis agieren. Da ist die Marge sehr hoch. Da würde ich auf 3,399 einen deutlichen Sprung nach unten wagen. Ameise 2 GT, ähnliches Problem. Auch eine hohe Marge würde ich ebenfalls senken, um hier die Verkäufe etwas anzukurbeln. Ja, und der Rest, den finde ich eigentlich ganz stimmig. Sehr schön. Ja. Ich hätte gesagt, wir lassen. Da haben wir geguckt. Naja, da gibt es nichts Interessantes. Wir schauen nochmal zum Abschluss dieser Folge, hätte ich gesagt, unsere Aktien durch. Berichte, Einnahmen, Aktienbestände. Ja. Adelor. Sollten wir. Na, würde ich mal vielleicht noch bestehen lassen. Dog. Lass ich auch mal bestehen. Husov. Da würde ich aussteigen. Da nehmen wir den Gewinn mit. So. Und dann können wir natürlich für das schöne Geld wieder einkaufen gehen. Hier würde ich vielleicht nochmal 50.000 nachfassen. Ja, hier könnten wir auch nochmal nachkaufen. Vielleicht. Naja, die sind relativ günstig. Ja, gehen wir doch ein bisschen in die Vollen. Samwise. Na, da lohnt es sich vielleicht auch nochmal nachzufassen. Ja. Motorcar. Haben wir da ein Plus? Ja, da hätten wir ein Plus momentan. Aber nicht viel, da würde ich nochmal nachkaufen. Vielleicht auch 100.000. Usof. Na, da kaufen wir auch nochmal nach. Oder neu. Ich glaube, da waren wir schon mal investiert. Ich würde auf 200.000 gehen. Sehr schön. Ja, und in diesem Sinne hätte ich gesagt, wir haben in dieser Folge wieder einiges erreicht. Es hat mich gefreut, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Bis dahin, euer von Blankenburg.